Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Lego Nexo Knights Trading Card Game Serie 2. Da unten kann man es noch leicht erkennen, die Linie ist etwas runtergerutscht. Ein Multipack. Vier verschiedene gibt es mit den Limis, das hier ist jetzt die L8. Mächtiger König Halbert. Dann gibt es noch eine LE9, 10 und 11. Die sind in den Multipacks drin. Und ja, das ist nochmal der Inhalt, was es gibt im Starterpack. 4,99 kostet so ein Multipack, da oben steht, wie auch bei der Matchtech-Serie immer mit 5 Boostern. Also 5 Booster einzeln würde ja schon 1 Euro jeweils kosten, also 5 Euro. Also 1 Cent billiger und es ist nur eine limitierte Karte zusätzlich dabei. Und ja, ich habe alle 4 Multipacks hier, die ich nacheinander auspacken werde in 4 Videos dann demnach. Und wir fangen einfach mal mit der ersten Karte, dem ersten Multipack und dem ersten Video also an. So. Öffnen wir das Ganze mal. Jetzt steht das etwas fest, also muss ich das vorsichtig rausziehen. So, da hätten wir dann die Limi, die wir vorsichtig abziehen. Die Klebepunkte entfernen. So. Also, LE8, mächtiger König Halbert. Power 101, Verteidigung 97, Angriff 65 und Tempo 94. Sehr schicke Limi. So, und dann haben wir natürlich noch 5. Ach, guckt einmal an. Die sind mit dem Feserstreifen befestigt. Das ist ja witzig, okay. Die anderen in den Ninjago, die waren mit Klebepunkten befestigt. Das finde ich ja fast sogar noch besser. Die kann ich nämlich ganz einfach so abziehen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, viel geiler. Aha! Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir haben. Das ist wie immer 170 Sammelkarten. 32 Spezialfolienkarten, 10 super starke Ultrakarten. Gucken, ob wir auch mal eine Ultrakarte jetzt haben. Da hätten wir super starke Lance. Und dann Base Cards. Das Brockner Team, Steinstampfer. Dann hätten wir ein Fahrzeug. Aarons Klettermaxe. Plus 20 und plus 20. Und noch ein Fahrzeug. Lance Robopferd, plus 15 und plus 10. Ziehe eine Karte, wenn du einem gegnerischen Verbündeten aus der Arena entfernst. Okay. Dann das zweite Booster. Das sieht nach einer Puzzlekarte aus. Ich spiele eine zusätzliche Charakterkarte, okay. Puzzlekarte, dann geht's hier weiter. Spielregeln. Aha! Eine Ultra-Karte. Ultra Action Lance. Sehr cool. 62 Power, 93 Verteidigung, 106 Angriff und 63 Tempo. Die legen wir da oben hin. Dann haben wir Goldie Richmond als Base Card. Siegfried Spaßvogel als Base Card. Und ein Fahrzeug. Steingefährt. Plus 15 und plus 15. Dreh einen gegnerischen Verbündeten um 180 Grad, wenn du diese Karte spielst. Sehr, sehr schön. Ein gemeiner Steingeul. Das scheint eine normale Insert zu sein. Sieglinde Streng. Lol. Feuerwehr-Robo. Dann eine Puzzlekarte. Und Urlaub. Eine Aktion. Im nächsten Zug deines Gegners dürfen keine Charakterkarten gespielt werden. Ziehe eine Karte. Okay. Dann wieder eine Puzzlekarte. Dann hätten wir hier Combo Nexokraft Magnetsteinfalke. Lege die Karte auf einen deiner Verbündeten. Alle benachbarten Karten des Gegners wandern auf dessen Hand. Okay. Dann hätten wir mutiger Aaron, Schotterer und eine Aktion rostige Rüstung. In diesem Zug erhalten alle gegnerischen Helden minus 40 auf alle Werte. Okay.
Und dann hätten wir noch im letzten Booster dieses Multipacks. Gemeiner Jestro. Ups. Dann Herzog Krakenkopf. Wasserspeier Robo. Eine Puzzlekarte. Und Fahrzeug Merlock Robo. Plus 15 und plus 15. Jeweils am Anfang deines Zuges darfst du deinen Ablagestapel in dein Deck mischen, solange diese Karte aktiv ist. Okay, cool. Also, oh, ich sehe gerade, Moment, das ist ja eher eine von den Karten hier vom Effekt her. Also, diese Blitzeffekte sehen schon geil aus. Kann man sagen, hier mit diesen Blitzen im Hintergrund. Und hier mit diesen ganz vielen Punkten im Hintergrund, die richtig glitzern und so. Also, die sehen schon richtig cool aus, die Karten. Kann man echt nicht anders sagen. Gut. Das die Ausbeute aus dem ersten Multipack. Wie gesagt, Karte LE8 und ja, hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, denkt dran, Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten die weiteren Videos, sprich die anderen drei Multipacks, aber auch Videos zu anderen Themen, könnt ihr euch gerne angucken, würde ich mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaut. Wenn ihr keins verpassen wollt der weiteren Videos, abonniert mich. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wie gesagt. Hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.